So, hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Ich flüstere nicht, weil die Weihnachtszeit kommt, sondern ich flüstere, weil ich schon wieder erkältet bin. Deswegen sehen Sie auch hier die Insignien des Erkälteseins. Und ich hoffe mal, dass meine Stimme das heute durchhält. Deswegen müssen Sie heute unglaublich mucksmäuschenstill sein. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Gut. Also, willkommen zu unserer nächsten Vorlesung. Bevor ich einsteige, erstmal ein Veranstaltungshinweis. Und zwar ist die Veranstaltung hier morgen gehalten von Thorsten Hasche, einem Kollegen von unserem Politikinstitut. Einige von Ihnen haben ihn vielleicht schon mal in Seminaren erlebt. Und er spricht über das Thema sunnitischer Islam nach der Arabellion. Sie wissen, Arabellion ist ein anderer Ausdruck für den arabischen Frühling. Das heißt, er wird sich ein bisschen die weitere Region angucken, Nordafrikas und des Mittleren Ostens. Und er wird ein bisschen spekulieren, wie weit sind wir denn darin, die Arabellion und den Islam dort zu verstehen und wie denkt er denn, wird es weitergehen? Gut, wir würden uns freuen, wenn Sie hingehen. Sie sehen ja, es ist ein Hörsaal, das heißt, da ist genügend Platz drin. Das ist für alle von Ihnen interessant, auch wenn Sie erst im ersten Semester sind. Das sollte keinen Unterschied machen. Gut. Das Thema, wie Sie schon gehört haben, heute ist Patrick Theiner unterdrückt vor 90 Minuten einen Hustenreiz. Ja. Das eigentliche Thema ist allerdings die zweite Theorie internationaler Beziehungen, die zweite Geschichte, also darüber, wie die Welt so funktioniert und warum Staaten auf eine bestimmte Art und Weise handeln, so wie sie das tun. Und zwar geht es heute um den sogenannten neoliberalen Institutionalismus. Das ist von den Worten her ein bisschen schwierig hier. Ich bin faul, deswegen benutze ich das manchmal während der Vorlesung, das ist ein bisschen unpräzise. Was Sie sich allerdings merken sollten ist, im Englischen wird oft nur von Neoliberalism gesprochen. Das meint das Gleiche wie neoliberaler Institutionalismus bei uns. Das Wort neoliberaler Institutionalismus hier ist so unglaublich lang, dass ich es immer nicht aussprechen kann, ohne mich zu verhaspeln. Also sage ich normalerweise Institutionalismus. Auch das ist schon genug. Dann haben wir noch einen Liberalismus, das ist aber nicht das gleiche wie neoliberaler Institutionalismus. Über Liberalismus sprechen wir nächste Woche. Und dann haben wir auch noch einen, also die Unterscheidung neoliberaler Institutionalismus ist deswegen da, weil es auch andere Institutionalismen gibt. Nicht unbedingt in unserem Fach, aber in Schwesterfächern. Und wir wollen uns davon unterscheiden. Das heißt, wenn Sie heute ein bisschen verwirrt sind, merken Sie sich einfach erstmal das Wort Institutionalismus. Damit haben Sie schon mal das meiste abgedeckt. Ja? Auf den Folien hier steht manchmal NLI, das ist dann der neoliberale Institutionalismus. Gut, jetzt also zunächst, es geht schon los, fantastisch. Zunächst also nochmal als Wiederholung der letzten Woche. Sie wissen, wir haben über den Realismus oder den Neorealismus gesprochen. Und die Idee dabei war, dass der Neorealismus ein sehr düsteres Bild der Welt zeichnet. Also wer von Ihnen schon mal Risiko gespielt hat, der weiß schon mal das meiste darüber, wie der Neorealismus so die Welt sieht. Das ist also eine Danke, ich kann heute echt nicht gegen Sie anreden. Deswegen gut, also der Neorealismus entwirft ein düsteres Bild der Welt, sagt, dass Kooperationen, also dass Konflikte sehr wahrscheinlich sind, weil das System anarchisch ist und alle Staaten in der Anarchie den gleichen Strukturzwängen unterliegen. Die sind alle auf ihre Sicherheit bedacht, die wollen ihre Sicherheit erhalten und müssen deswegen Macht ansammeln, um sich gegen andere abzusichern und durchzusetzen. Wenn da Kooperation passiert, dann ist das immer nur temporär. Das sind kurz mal Allianzen, die dann wieder weggehen. Da findet keine stabile Kooperation statt im Neorealismus. Die Herausforderungen hier haben wir auch alle besprochen, ne? Die Kernkonzepte hier waren zum Beispiel hier Machtkonkurrenz als eines der Kernmerkmale des internationalen Systems als Ganzem. Und wir haben das Sicherheitsdilemma herausgehoben als einen der Fälle, wo aus der Interaktion zweier Akteure, die eigentlich gar kein Interesse zum Beispiel in einem Rüstungswettlauf haben, trotzdem ein Rüstungswettlauf resultiert, weil sie sich eben gegenseitig immer unsicher sind über die Intentionen und die Mittel, die der andere zur Verfügung hat.
Auch wichtig, weil das kommt heute jetzt nochmal, ist die Orientierung im Neorealismus an relativen Gewinnen. Sie erinnern sich an das kleine Beispiel, was ich da gemacht habe. Relative Gewinne heißt, wenn auf Sie jemand zugeht und sagt, wenn ich Ihrem Nebenmann oder Ihrer Nebenfrau 100 Euro geben darf, dann kriegen Sie 1 Euro. Wenn Sie an relativen Gewinnen interessiert sind, würden Sie sagen, leck mich doch, warum soll der 99 Euro mehr kriegen? Sehe ich gar nicht ein, dann kriegen wir besser beide nichts. Ja? Das sind relative Gewinne. Sie wollen also nicht hinter andere zurückfallen. Sie sind sich also sehr, sehr bewusst, dass Sie, wenn Sie mal aus einem Deal weniger rauskriegen als die anderen. Donald Trump ist der König der relativen Gewinne. Der sieht alles als ein Nullsummenspiel und Gewinne sind immer relativ. Also es können nie zwei Leute gewinnen. Wenn einer gewinnt, muss immer einer verloren haben. Ja? Das ist also eine neorealistische Sicht der Welt. Und die Idee war, dass dadurch auch internationale Institutionen kaum eine Rolle spielen, weil die Dynamiken, die außerhalb dieser Institutionen herrschen, die herrschen in ihnen weiter und Institutionen können nichts bewirken, was das System fundamental ändert. Das heißt also, wenn Sie Institutionen wie die UN sehen, dann sind die einfach nur Spiegelbilder der realen Welt. Gut, jetzt machen wir heute weiter und ich merke gerade, ich gucke übrigens immer hier hoch, weil auf meiner Ansicht hier sehe ich immer nur die nächste Folie, aber nicht die aktuelle. Das wird ein bisschen schwierig jetzt mit dem Vortragen. Also nach einigen Jahren, als es den Neorealismus gab, fragten sich die ersten Leute, aber passt das denn alles so? Stimmt das wirklich, dass es hier so extrem wenig Kooperation gibt? Einer der ersten, die sich darüber Gedanken gemacht hatten, war Robert Axelrod. Er hat ein Buch geschrieben, The Evolution of Cooperation. Und das Buch beginnt mit einem kleinen Schlaglicht, mit einem Beispiel. Robert Axelrod zeigt auf, und das ist sehr schön geschrieben, das Kapitel ist nicht lang, das können Sie sich mal durchlesen, wenn Sie mögen, zeigt einen faszinierenden Fall auf. Und zwar den der Kriegsführung in den Schützengräben im Ersten Weltkrieg. Was wir im Ersten Weltkrieg also sehen, da stehen sich zwei Kräfte gegenüber, zwei Armeen, ne, Soldaten auf jeder Seite, und deren einziger Job ist, sich gegenseitig umzubringen. Ja, das ist die Situation. Deswegen sind die dort. Die sind nicht dort zum Umbringen und auch noch sonst was, sondern die sind da, um entweder zu töten oder zu sterben. Ja, deswegen sind die dort. Die stehen sich hier gegenüber. Und Axelrod zeigt jetzt mit mehreren Beispielen, wie selbst in diesem Fall von extremem Antagonismus, also sie können niemand anderem mehr gegenüberstehen, als dass sie den umbringen wollen. Ja? Das ist somit die extremste Situation, in der Menschen sein können. Zeigt trotzdem, dass es hier Instanzen, Situationen gab, in denen kooperiert wurde zwischen den verfeindeten Truppen. Ein Beispiel, auf das ich gleich eingehen werde, ist der sogenannte Weihnachtsfrieden von 1914. Sie erinnern sich daran, der Krieg, der begann im Entschuldigung, der Krieg begann im August. Das heißt, zu Weihnachten waren die Leute da so 3-4 Monate an der Front. Alles noch alles in Ordnung. Da konnte man so ein bisschen vor sich hin lächeln. Da war noch nicht so furchtbar viel passiert. Da waren auch noch nicht Millionen Leute gestorben. Und es kam an Weihnachten 1914 zu einer Instanz, zu einer Situation, in der deutsche Truppen anfingen, Stille Nacht, Heilige Nacht zu singen in den Schützengräben. Und wenn Sie Stille Nacht, Heilige Nacht singen können, ich werde es nicht tun, nicht nur wegen meiner Stimme, sondern das wollen Sie nicht hören, dann werden Sie, wenn Sie das mal vor sich hinsummen, dann werden Sie merken, das ist genau die gleiche Melodie und das gleiche Lied, wie die Briten die Silent Night, Holy Night singen. Ne? Das heißt, man erkennt das Lied auch dann, wenn man den Text nicht versteht. Und die Geschichte geht also, dass die Deutschen anfingen, in den Schützengräben Stille Nacht, Heilige Nacht zu singen und die Briten einstimmten, ne? Weil Weihnachtsstimmung und sowas. Ja? Und das ging dann so weit, dass zumindest hier ein Londoner Magazin eben das so darstellte, dass da ein Deutscher mit einem kleinen selbstgebastelten Weihnachtsbaum auf die britischen Schützengräben zugegangen sein soll. Und man hat sich dann zwischen den Schützengräben verbrüdert. Ja? Da gibt's auch einige Bilder davon, ziemlich wenige Fotos, ja, aber einige, also das ist eine Zeichnung natürlich. Das ist aber ein echtes Foto, ne? Und das sind hier deutsche Truppen, Sie sehen hier die Pickelhaube, ne? Und britische Truppen, die da zusammenstehen. Das ist also mitten im Krieg. Die haben sich schon 3,5, 4 Monate beschossen und trotzdem an Weihnachten plötzlich überfällt die alle die Lust, ach, aber vielleicht kann man sich doch ein bisschen arrangieren. Ne? Alle machen die gleiche Scheiße durch, alle sitzen hier im Schlamm, alle haben nicht genügend zu essen und so weiter. Warum soll man dann an Weihnachten nicht mal die Gewehre ruhen lassen? Ja? Es ging schon damals durch alle Medien und Sie können sich überlegen, das fanden natürlich die Soldaten selbst toll,
Wer das gar nicht toll fand, waren die Generäle und die kommandierenden Offiziere, die das auch aus den Medien erfuhren, dass das passiert sein sollte. Ja? Das ist nicht der einzige Fall von, nennen wir es mal, Kooperation zwischen verfeindeten Truppen. Es gab zum Beispiel andere Abmachungen, also völlig inoffizielle Abmachungen, dass man die eigene Artillerie nicht die Versorgungszüge der anderen Seite bombardieren ließ. Also jeder wusste, von hinten an die Front kamen die Versorgungszüge ran, da war zwar auch Munition drin, aber eben auch Decken und Medikamente und Essen und Wasser und sowas. Ja? Und beide Seiten wussten, wenn wir jetzt anfangen, den anderen da ihren Versorgungszug zusammenzuschießen, dann machen die das Gleiche mit uns. Wir sind hinterher auf dem gleichen Stand, nur hat keiner mehr was zu essen, keiner hat Decken und wir haben keine Medikamente mehr. Ja? Es gab also da so eine inoffizielle Abmachung zum Beispiel, sowas nicht zu beschießen. Oder die Abmachung, dass man einmal am Tag die Waffen schweigen ließ und zum Beispiel Tote aus dem Niemandsland barg oder sowas. Ja? Es gibt da noch ein paar mehr Geschichten, da lässt sich nicht so ganz klären, ob das jetzt Legende ist oder echt passiert. Aber zum Beispiel, dass die Deutschen, dass deutsche Scharfschützen immer auf die gleiche Stelle zielten, auf der anderen Seite, also immer auf die Ecke von der Hütte und da halt so vor sich hinschossen, damit man halt den Anschein gab, naja, klar, man bekämpft die andere Seite, aber die andere Seite wusste das ganz genau und wenn man halt einen halben Meter neben diesem Ort stand, dann war man sicher. Ja? Also eine Art Scheinkampf, der da zwischen den Seiten geführt wurde. Ja? Oder dass die Deutschen immer exakt von 7.05 Uhr bis 7.10 Uhr pünktlich, ne? Ordentlich, preußische Tugenden, 7.05 Uhr bis 7.10 Uhr zum Beispiel eine bestimmte Stelle bombardierten, aber nicht zu anderen Zeiten. Ne? Und dass man danach so die Uhr stellen konnte gewissermaßen. Also gibt's ein paar. Viele von den Erzählungen sind sicher wahr, manche von denen sind so ein bisschen Legenden. Was Axelrod hiermit aber zeigen will, ist, wir haben hier Fälle, in denen sich zwei Gruppen von Menschen extrem feindlich gegenüberstehen. Die haben jeden Grund, sich gegenseitig umzubringen. Und ich meine, die Idee ist, die hier, die gingen sicher wieder zurück in ihre Schützengräben und die Chance ist ganz gut, dass die Leute, die sie auf dem Foto hier sehen, den Krieg eben nicht überlebten. Teilweise eben anhand der anderen, die vielleicht auch auf dem Foto drauf waren, wer weiß. Ja? Aber dass selbst in dieser Situation zwischen Akteuren Kooperation entstand. Ja? Das war Axelrods Beobachtung. Nur noch kurz, um das historische Beispiel jetzt abzuschließen. Wie ich gerade schon sagte, die Offiziere und die Kommandeure waren gar nicht happy, denn die wollen natürlich nicht, dass die Soldaten sich da unten verbrüdern und dann irgendwann nicht mehr wirklich aufeinander schießen, sondern nur so irgendwie, okay, Job gemacht für heute und dann kann man wieder in die Kaserne gehen. Sondern man wollte natürlich schon irgendwie Erfolge erzielen. Und die Art, wie man das dann unterband, waren sogenannte Überfälle. Das heißt, da standen sich nicht mehr zwei Gruppen von Soldaten gegenüber, die einfach über den Schützengraben hinweg sich gegenseitig beschossen. Das war hochberechenbar. Sondern die Idee war, dass man die Soldaten losschickte, eine Gruppe von Soldaten losschickte, die dann einen anderen Schützengraben überfallen sollten. Und sowas konnte man nicht faken. Da hatte man entweder eigene Verluste, weil man reinrennen oder wurde man irgendwie erschossen, oder man hatte Gefangene. Aber sie konnten nicht sagen, ja, wir haben den Überfall gestartet, wir haben null Gefangene und null Verletzte. Ja, das wäre nicht lang gut gegangen. Also sprich, da musste sich die Kommandeure mussten sich was einfallen lassen. Die mussten da bewusst dagegen arbeiten, um die verfeindeten Truppen vom Kooperieren abzuhalten. Ja, also eine ganz bizarre Situation. Diese Art von Kooperation zwischen verfeindeten Truppen ist auch noch aus anderen Konflikten bekannt übrigens, nicht nur aus dem Ersten Weltkrieg. Es gab zum Beispiel den beim Krimkrieg, auf dem Krimkrieg, also als die Briten gegen die Russen kämpften in der Krim im 19. Jahrhundert, da gab es zum Beispiel, da teilte man Verpflegung und Tabak. Ja? Oder es gibt Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, dass Truppen innehielten, weil gerade das richtige Lied im Radio lief, was irgendwie alle Truppen, egal auf welcher Seite sie kämpften, so toll fanden, dass man jetzt mal 5 Minuten, kann man mal aufhören, bis Lili Marleen zu Ende gespielt ist. Ja? Und solche Dinge. Also es war kein Einzelfall. Das ist also so eine Idee, von der Axelrod startet. Gut, das heißt, die Grundidee, die Axelrod mit diesen Beispielen zeigen will, ist, wenn Akteure selbst in diesen Situationen kooperieren, hat dann der Realismus wirklich recht mit seiner Konzeption der Welt. Ja? Weil auch der Realismus sagt ja, er nimmt sich irgendwie das Reale der Welt, ne? Deswegen auch der Name, das Reale der Welt, und das ist eben Kampf und Konflikt, ne? Ständig und überall. Aber wenn das hier passiert, ist das wirklich richtig. Gut, das heißt, die Fragen, mit denen wir uns heute rumschlagen, bezeichnen sich genauso wie im Realismus wieder auf das internationale System.
Wir befassen uns damit, warum es Kooperation gibt. Das ist so der Kern im Institutionalismus. Warum gibt es Kooperation und unter welchen Bedingungen? Und welche Rolle spielen hierbei Institutionen? Sie können sich aus dem Wort Institutionalismus denken, dass Institutionen ein bisschen wichtig sind hier. Ja? Das heißt, wenn wir uns Gedanken machen, was spielen die für eine Rolle? Gut, wir fangen genauso wie bei den letzten Malen auch an mit so einem ganz kleinen historischen Überblick, diesmal nicht ganz so lang, weil das nicht etwas weniger weit zurückliegt. Wir fangen mal an mit zwei Hauptvertretern, die Sie identifizieren können sollten, die den Institutionalismus so mitbegründet haben. Das sind einmal Robert Cohane, der ist in Princeton, hat zwei Werke geschrieben, auf die gehe ich gleich noch ein. Ich habe Ihnen hier einen Link drauf gemacht, ein ganz spannendes Interview mit diesem Herren. Geht eine Stunde, das müssen Sie natürlich nicht ganz gesehen haben. Das heißt Conversations with History, ist so eine Serie. Und das ist deswegen nett, weil da wird der Theoretiker über seine eigene Theorie interviewt. Und er erklärt Ihnen da teilweise in sehr knappen Sätzen, was er da so über seine Konzepte denkt. Total spannend. Also ich kann Ihnen das nur empfehlen, werfen Sie mal einen Blick drauf. Also Robert Cohane ist der eine Haupttheoretiker, dem wir uns gleich noch näher widmen. Und Joseph Nye ist der andere. Sie sehen schon, das ist sehr Ivy League-lastig hier, ne? Also Cohane in Princeton und Nye in Harvard. Er war unter anderem auch in mehreren US-Administrationen tatsächlich an Politik machen beteiligt. Das letzte Mal zum Beispiel unter Obama, ja? War der Teil des Politikprozesses. Auch mit ihm gibt es ein wunderschönes Interview und mit beiden von seinen Büchern, auf die gehe ich gleich auch noch näher ein. Einige weitere Namen, die Sie identifizieren können sollten. Und Sie sehen nicht nur unsere erste Frau, sondern auch unser erster Deutscher hier dabei. Das ist auch mal was Neues. Stephen Krasmer, Robert Axelrod habe ich Ihnen gerade schon erzählt. Das ist er, der das Beispiel mit dem Ersten Weltkrieg gemacht hat. Mit Barbara Karaminos, die sich sehr viele Gedanken macht über, wie Institutionen aussehen. Also wenn ich Ihnen jetzt die Wahl lassen würde, Sie können sich jetzt eine UN basteln, ja, und die kann aussehen, wie Sie wollen, dann wäre es mal interessant, sich zu überlegen, warum da was Bestimmtes rauskommt. Also warum wählen Staaten bestimmte Formen für Institutionen? Darum macht sich Barbara Karaminos Gedanken. Und Volker Rittberger, mein früherer Betreuer, leider mittlerweile verstorben, war hier so der bedeutendste deutsche Vertreter des Institutionalismus, hat einen Lehrstuhl hier seit den 70er Jahren, einen der ersten IB-Lehrstühle in Deutschland und hat sehr viel über Regimebildung nachgedacht. Und das Wort wird uns nachher auch nochmal begegnen. Gut, damit jetzt also zu diesen, stelle ich Ihnen kurz mal drei Hauptwerke vor, die Sie kennen müssen, die den Institutionalismus gewissermaßen so begründeten. Wir haben einmal hier Power and Independence. Das ist das Buch. Sie erkennen die Namen hier. Deswegen sind es die Haupttheoretiker. Fantastisch. Cohane und Nye. In Power and Independence machen sich jetzt Cohane und Nye Gedanken über einige Kernkonzepte des Institutionalismus. Und sie starten mit der Beobachtung, dass es eben nicht nur Staaten sind, die hier wichtig sind im internationalen System. Das haben Sie sich vielleicht das letzte Mal schon gefragt. Warum reden wir hier ständig nur von Staaten? Oder noch schlimmer, warum reden wir hier ständig nur von Großmächten? Ist doch langweilig, hier gibt es auch andere Akteure, die relevant sind. Cohane und Nye stimmen Ihnen da völlig zu. Und sie sagen eben, dass nicht nur Staaten, sondern auch transnationale und nichtstaatliche Akteure zum ganz großen Teil am Politikprozess beteiligt sind. Sie sagen auch, dass sie den Neorealisten nicht abnehmen, dass es da so eine strikte Hierarchie von Politikfeldern gibt. Was heißt das? Das heißt einfach, dass die glauben es den Neorealisten nicht, dass Sicherheit immer wichtiger ist als alle anderen möglichen Politikfelder. Also warum soll es nicht Länder geben zum Beispiel, die Sicherheit zwar ja okay wichtig finden, aber die eigentlich vor allem darauf vertrauen, dass sie ihre Wirtschaft ankurbeln können? Warum soll es das nicht geben können? Ne? Also warum kann man da keine, warum soll es hier nicht unterschiedliche Prioritätensitzungen geben können? Das ist die zweite Beobachtung. Und die dritte Beobachtung ist eine ganz interessante, nämlich dass militärische Machtmittel oft nicht zur Zielerreichung eingesetzt werden können heutzutage. Also ich meine, stellen Sie sich mal vor, Deutschland zum Beispiel, wir alle beschließen, scheiße, der Sprit ist zu teuer. Und um die Spritpreise zu senken, setzen wir jetzt logischerweise, ne, wir sind alle Neorealisten, setzen wir jetzt mal militärische Mittel ein. Wie würde das aussehen? Ne? Irgendwie, klar, Deutschland marschiert in Saudi-Arabien ein und dadurch senken wir dann unsere Spritpreise oder irgend so ein Scheiß. Also, und das ist natürlich nicht das einzige Beispiel, übrigens nicht was anderes. Wir wollen die Umwelt schützen. Okay, jetzt schützen wir mal die Umwelt mit militärischen Mitteln. Irgendwie in Weißrussland einmarschieren und dort die Kernkraftwerke stilllegen, können wir ja auch nicht. Ne? Also, was sie sagen ist,
viele von den Problemen, mit denen sich Staaten rumschlagen, können durch militärische Mittel gar nicht erreicht werden. Die können nicht gelöst werden dadurch. Das heißt nicht, dass militärische Mittel gar keine Rolle spielen, aber sie spielen eine viel kleinere Rolle, als die Neorealisten sie immer ausmachen. Einen ähnlichen Punkt vertritt dann Robert Cohen in seinem Buch After Hegemony. Auf das Buch kommen wir nachher noch zurück. Die Kernidee stelle ich Ihnen dann nachher auch noch vor. Und was er, sein Kernpunkt, den er auch in dem Interview übrigens macht, wenn Sie es mal anschauen wollen, der Kernpunkt, den er macht, ist, dass Kooperation eben nicht irgendein idealistisches Traumschloss ist. Also man muss nicht Idealist sein und ans Gute im Menschen glauben, um anzunehmen, dass manchmal Kooperation existiert. Sondern Kooperation kann manchmal, vielleicht sogar oft, vielleicht sogar am meisten, in den meisten Situationen eine rationale Wahl sein und nicht Konflikt oder Konkurrenz. Ja? Und er sagt jetzt, dass Kooperation immer dann entsteht, wenn durch Kooperation bestimmte Probleme besser gelöst werden können, als durch unilaterales Handeln, also durch eigenständiges Handeln. Und so heißt das Buch, und da kommen wir nachher noch zurück. Das Buch heißt After Hegemony. Im Neorealismus ist mit so die einzige Situation, in der stabile Kooperation passiert, ist, wenn der Hegemon alle dazu zwingt, zu kooperieren. Wenn also der große, fette, übermächtige Großstaat reinkommt und sagt so, ihr 20 kleinen Piefstaaten, ihr schützt jetzt alle mal die Umwelt. Und dann sagen die, okay, gut. Das ist das Einzige, wie sich der Neorealisten normalerweise vorstellen können, dass stabile Kooperation zustande kommt. Ja? Und Cohen sagt, nein, Pustekuchen, es gibt Hegemonie, mag zwar eine Art sein, Kooperation herzustellen, also eine hinreichende Bedingung, aber es ist keine notwendige. Wir brauchen nicht zwingend Hegemonie, um Kooperation zu schaffen. Da gibt es noch andere Mittel und Wege, um das einzuleiten. Und deswegen heißt das Buch After Hegemony. Ne? Wie kann Kooperation passieren, wenn es keine Hegemonie gibt? Nach der Hegemonie also. Und er spricht schon an, die wichtige Rolle, die Institutionen hierbei spielen, aus der Anarchiebedingung und aus dem ständigen Konflikt rauszukommen. Das dritte Buch, was ich Ihnen kurz vorstellen will, ist das Buch Soft Power. Das ist ein etwas neueres Buch. Ich weiß gerade nicht, von wann es ist leider. Vielleicht kann es mal jemand nachschlagen und mir sagen. Das ist also das Neueste aus dieser Trilogie gewissermaßen. Das sehen Sie, es ist Joseph Nye. Ne? Also wir hatten jetzt Cohen und Nye, dann Cohen und Nye jeweils einzeln. Das sind also die Hauptvertreter. Und Soft Power macht sich jetzt genau darüber Gedanken, über diese Idee, naja, militärische Machtmittel sind nicht das Einzige, was zählt. Es gibt noch andere Machtmittel, noch andere Mittel, die man einsetzen kann heutzutage, um seine Ziele zu erreichen. Und Nye identifiziert als ein Mittel, seine Ziele zu erreichen, Soft Power. Ja, also die Kraft der Überzeugung oder die Kraft der Anziehung. Also stellen Sie sich das so vor, dass Sie, wenn Sie kennen das vielleicht das englische Sprichwort, the carrot and the stick. Also man kann einen Esel zum Laufen bewegen, indem man ihn entweder mit dem Stock prügelt, bis er läuft. Das sind die Neorealisten, die alten Tierquäler. Oder Sie können eine Karotte einsetzen und den anderen dazu und den Esel dazu zu verlocken. Ne, so das klassische, die Karotte runterhängen und vors Maul hängen. So können Sie den Esel auch dazu bringen, zu Ihrem Ziel zu gelangen. Das Zweite ist Soft Power. Ne? Also setzen Sie keine harten Machtmittel ein, sondern Sie setzen ein Mittel ein, das den anderen dazu bringt, das zu tun, ohne dass Sie jetzt Gewalt einsetzen. Und das Buch ist vor allem, also ein weiterer Teil des Buchs stellt darauf ab, wie die USA das einsetzen können, ne? Diese Soft Power, diese Überzeugungsmacht. Wenn Sie solche Ideen interessant finden, wie zum Beispiel, was für eine Rolle spielt es, dass wir alle irgendwie Burger King haben, was für eine Rolle spielt es, dass wir alle amerikanische Filme sehen und so weiter, dann sollten Sie mal in das Buch Soft Power reingucken, denn genau darüber macht er sich Gedanken, wie können solche sanften Mittel der Anziehung und der Attraktivität andere Staaten dazu bringen, ihr Verhalten zu ändern. Es gibt einen berühmten Fall, dass als es in China mehr und mehr Fernsehserien zur Verfügung standen, die alle Gerichtsprozesse zeigten und die alle zeigten, ne, also Sie kennen das, was auch immer, Law and Order oder wie die alle heißen hier, wo man eben sieht, dass wenn einem Unrecht geschieht, dann kann man jedenfalls klagen, dann geht man vors Gericht und dann geschieht Gerechtigkeit gewissermaßen. Ne?
Es soll da eine Korrelation geben zwischen der Verfügbarkeit von solchen Serien und dem Maße, in dem chinesische Bürger selbst das System, also ihr eigenes Rechtssystem benutzen, stärker, um ihre eigenen Rechte zu schützen. Ja? Das ist ein Beispiel von Softpower, ne? Also so eine Art von Überzeugung von anderen. Gut, und schon ihr warnt, also hat es irgendjemand nachgeschaut, von wann ist Softpower? Ja, 2004, ne? Also auch noch nicht so alt, also 13 Jahre alt jetzt. Und er sagt also, haha, leicht prophetisch, ne? Ja, die USA haben im Moment Softpower, wir müssen aufpassen, dass sie nicht so arrogant werden und die Softpower dadurch verspielen. Ne? Das wäre jetzt ein interessantes Buch, dieses Jahr nochmal neu aufzulegen, glaube ich. Gut, das sind also jetzt, das waren so ein bisschen die Hauptdenker und deren Hauptwerke. Die Ausgangsbeobachtung, also der historische Kontext, in dem der Institutionalismus steht, das ist so, der kommt so etwa aus den 70er Jahren. Eine wichtige Epoche der 70er Jahre war die sogenannte Ölkrise. Da gab es einen Krieg zwischen Israel und Ägypten und die westlichen Staaten unterstützten Israel, woraufhin die arabischen Staaten begannen, dem Westen den Ölhahn zuzudrehen als Rache. 5%, die Produktion um 5% zu senken, klingt nicht viel, ist aber natürlich eine gigantische Menge Öl. Und spätestens, wenn wir dann ankommen bei solchen Zahlen wie 25%, ne, dann können Sie sich überlegen, wie viel Sie noch Auto fahren würden, wenn Ihr Sprit zum Beispiel 1,90 Euro der Liter kosten würde oder so. Ne? Da würden Sie mal schwer nachdenken. Und im Resultat fuhr man da tatsächlich sehr wenig Auto. Man führte autofreie Sonntage ein und ähnliche Dinge, sodass Sie dann auf den Autobahnen hier Fahrrad fahren konnten. Es gibt da fantastische Fotos aus der Zeit von Leuten, die irgendwie auf der Autobahn Ping-Pong spielen und solche Dinge oder die ihre Stranddecke da ausbreiten und ein Picknick machen und so. Ja? Würde ich auf der A7 auch mal gerne machen, so rein aus Rache. Und was das also, das Zudrehen des Ölhahns bewirkte einen gigantischen Preiszuwachs für Öl, für Rohöl in westlichen Staaten. Achten Sie mal jetzt hier unten auf die Grafik hier. Also wir fangen hier 1800 an mit dem Ölpreis. Der war sehr niedrig in den 50ern, 60ern und hier ist die Ölkrise. Ja? Also wenn Sie mal gucken, wo der Preis hier ist, bei etwa $20 pro Barrel hier, und der ging ja bis auf $120 pro Barrel hoch, einige Jahre nachdem die Ölkrise passierte. Ne? Also ein sechsfacher Anstieg. Mein Beispiel können Sie jetzt nochmal machen, wenn Sie sich überlegen, dass Ihr Liter Sprit jetzt nicht mehr 1,30 Euro kostet, sondern 7,80 Euro oder irgend sowas. Ja? Da würden Sie garantiert mit dem Fahrrad fahren. Also ein gigantischer Preisanstieg. Und warum ist das jetzt so eine wichtige Beobachtung? Das zeigte vielleicht zum ersten Mal ganz plastisch, wie stark Staaten in der Welt interdependent waren. Entschuldigung. Das heißt, wie stark hier zum Beispiel die Wirtschaften von Staaten voneinander abhängig waren und aufeinander aufbauten. Ja, also diese Beobachtung, dass hier die industrialisierten Länder und die Erdölexporteure so eng verbandelt sind, dass da ganze Wirtschaftszweige in die Knie gehen und das öffentliche Leben zum Erliegen kommt, das ist eine wichtige Ausgangsbeobachtung, die eben zeigte, okay, hier sind mehr Verbindungen zwischen Staaten da, als der Neorealismus das zum Beispiel annimmt. Der Neorealismus nimmt immer an, alle Staaten wabern in so einem Vakuum hin und her und haben eigentlich wenig miteinander zu tun. Ne? Wenn sie sich mal treffen, dann ist das im Konflikt und ansonsten sind die so auf sich gestellt. Die Institutionisten sagen jetzt, solche Episoden zeigen uns, das ist nicht der Fall. Staaten hängen sehr eng miteinander zusammen. Das heißt also, die Ausgangsbeobachtung, die rauskam aus diesem historischen Fall, ist, hier habe ich schon darauf hingewiesen, die Ölkrise, die hätten sie nicht mit militärischen Mitteln beseitigen können. Es war nie eine Option, in allen OPEC-Staaten einzumarschieren und die Ölquellen irgendwie einzunehmen. Ne? Das ging nicht. Man musste das hinnehmen, dass die Preise erhöhten. Das mussten die industrialisierten Staaten einfach schlucken. Und militärisch macht es auch nicht austauschbar. Wir können nicht einfach sagen, na gut, wir haben kein Öl, aber dafür haben wir super viele Panzer. Dann geht es uns ja weiterhin gut. Ja? Also Sie können zum Beispiel können Sie militärische Mittel nicht in ökonomische Prosperität umsetzen. Sie können nicht sagen, wir haben eine riesen, oder Sie können ja mal in Nordkorea nachschauen, ob das funktioniert. Ne? Wir haben eine riesen Armee und deswegen sind wir auch in allen anderen Bereichen mächtig. Ja? Das funktioniert nicht wirklich. Ja? Also militärische Macht ist nicht transferierbar. Sie können das Problem nicht damit lösen und noch schlimmer, Sie können selbst mit der militärischen Macht, die Sie haben, nicht die Symptome bekämpfen, die dieses Problem verursacht. Also weder können Sie das Problem noch die Symptome bekämpfen. Was entscheidend ist über Ihre Machtposition,
ist, wie viel Sekt, Entschuldigung, wie ihre Position in den einzelnen Sektoren ist. Ja, ich weiß, ich huste sehr niedlich vor mich hin, danke. Was also entscheidend ist für ihre Macht, ist nicht nur ihre militärische Macht, sondern das ist ihre Macht, ihre Position, ihre Ressourcen in bestimmten Sektoren. Sie könnten wirtschaftlich schwach sein, aber zum Beispiel eine absolut ein super hochtechnologisches, technologisiertes Land sein. Sie können einen riesigen Binnenmarkt haben. Sie können irgendwie über unglaubliche natürliche Ressourcen verfügen oder ähnliches. Ja? Das ist also die Welt und Macht ist multidimensionaler, als uns die Neorealisten das immer vorgaukeln, sagen zumindest die Institutionalisten. Und was die Institutionalisten auch sagen ist, hieraus resultiert jetzt, dass Staaten nicht nur danach schauen, ihre eigene Macht zu maximieren, das war ja das Schöne am Realismus, ne? Simple Aussagen, aber simple Aussagen müssen nicht immer stimmen, sondern die sagen jetzt, nein, Staaten sind natürlich nicht immer darauf aus, immer ihre Macht zu maximieren, sondern die sind erstmal darauf aus, ihre wohlfahrtsstaatliche Konkurrenz, also ihre Position in der wohlfahrtsstaatlichen Konkurrenz zu verbessern. Also wollen sich besser stellen, sie wollen ihre Gesellschaften besser stellen. Da kann militärische Macht eine Rolle spielen, aber es ist halt nicht die einzige. Das Kernkonzept ist jetzt ein Wort im Institutionalismus. Das Kernkonzept ist ein Wort, was ich jetzt schon mehrfach benutzt habe, nämlich Interdependenz. Interdependenz kann zwei Bedeutungen haben im Grunde. Kann einmal einfach nur sagen, naja, da sind zwei Dinge verbunden. Das ist hier mal so ein bisschen, ne, ein bisschen Schaubild. Ich glaube, das bezieht sich hier irgendwie auf den Handel von Weltregionen zu anderen Weltregionen. Ne? Und Sie sehen ja, was für ein unglaubliches Geflecht das ist. Also Interdependenz kann einmal einfach sagen, da sind Staaten verbunden miteinander. Da gibt es Beziehungen, da gibt es Austausch. Das kann Handel sein, das können Bewegungen von Menschen sein und so weiter. Also einfach das Ausmaß, in dem Staaten vernetzt sind. Oder Interdependenz kann auch ein bisschen dramatischer oder für uns interessanter heißen, dass Interdependenz hier Abhängigkeit bedeutet. Also dass Staaten durch diesen kontinuierlichen Austausch und durch diese Verbundenheit aufeinander angewiesen sind in bestimmten Situationen. Sie können sich überlegen, ne? Deutschland zum Beispiel kann natürlich nicht alles selber produzieren, was es so braucht. Das gilt für Nahrungsmittel natürlich, das gilt für die Industrie, das gilt für die Blumen, die sie kaufen und so weiter und so fort. Ne? Das können wir nicht alles selber produzieren, was wir hier konsumieren wollen. Ne? Da sind wir also abhängig von anderen Staaten, dass die uns das zur Verfügung stellen. Ne? Für uns heißt das also, Interdependenz als Konzept ist deswegen interessant, weil es eine wechselseitige Abhängigkeit ist, bei der jetzt das, was der eine Akteur macht, Auswirkungen auf den anderen Akteur hat. Also wenn Deutschland jetzt beschließt, wir bauen nur noch Elektroautos, dann ist das zwar nett, aber das hat natürlich auch Auswirkungen auf andere Länder. Positive natürlich, ne, weil weniger Verschmutzung und so, vielleicht auch negative irgendwie. Vielleicht können sich andere Länder plötzlich unsere Autos nicht mehr leisten. Oder wir brauchen von denen keine Teile mehr, sondern wir kaufen die von woanders ein, ne, und so weiter. Also alle Situationen, in denen die Handlung eines Akteurs Auswirkungen auf die Handlung des anderen Akteurs hat, da sprechen wir von Interdependenz, ne? Also von irgendeiner Abhängigkeitsbeziehung. Das muss übrigens nicht symmetrisch sein, ne? Also das heißt nicht immer, dass, also es kann auch durchaus sein, dass der eine für den anderen wichtiger ist natürlich als umgekehrt. Also Sie können sich überlegen, wie sehr das die USA zum Beispiel kümmern würde, wenn Ruanda sagen würde, haha, Boykott amerikanischer Waren, ja? Das würde die wahrscheinlich relativ wenig kümmern, wenn umgekehrt aber die USA sagen würde, wir boykottieren alle ruandischen Waren, dann würde da die Hütte brennen, ja? Also so eine Abhängigkeit muss nicht symmetrisch sein, nur muss sie existieren. Gut, das heißt, also wenn wir die Kernkonzepte, die Grundaussagen, die Kernannahmen nochmal zusammenfassen des Institutionalismus, dann können wir einmal sagen, also Staaten sind nicht die alleinigen Akteure. Es gibt ja auch andere Akteure, die beteiligt sind an internationaler Politik. Und schon aus meinen Erzählungen haben Sie es ein bisschen rausgehört. Die Autoindustrie zum Beispiel ist ja hier kein staatliches Business. Das sind ja private Unternehmen. Und auch das Handeln dieser privaten Akteure hat natürlich Auswirkungen auf die Wohlfahrt in anderen Staaten. Also es sind mehr als nur staatliche Akteure interessant.
der zweite Punkt ist, die Staaten haben nicht immer mehr militärische Macht als oberstes Ziel, sagen die Institutionalisten. Wenn wir uns die Welt angucken, klar, es gibt wenig Staaten, die sagen, militärische Macht ist uns komplett egal. Costa Rica, Island und sowas, ne? Die meisten Staaten sagen schon, na, militärische Macht ist wichtig, aber militärische Macht ist halt nicht das Einzige. Ja? Und militärische Macht heißt auch nicht, dass man immer mehr ansammelt. Irgendwann ist auch mal genug. Staaten können mal sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Flugzeugträger und wir haben 20 Flugzeuge, das reicht. Es wird schon jeden davon abhalten, uns anzugreifen. Ja? Da, wo jetzt komplexe Interdependenz herrscht in dieser Welt, also zwischen Staaten und anderen Akteuren, die nicht nur auf militärische Macht aus sind und die interdependent sind in ihren Sektoren, da können sie Probleme nur dann lösen, wenn Staaten zusammenarbeiten und wenn Kooperation passiert. Also viele Probleme internationaler Beziehungen können sie alleine als Staat eben nicht mehr lösen. Und da fallen ihnen selber genügend Beispiele dafür ein. Um diese Probleme zu bewältigen, können sie aber nicht immer nur militärische Macht einsetzen, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist also weder das effektivste Mittel, und selbst wenn man es einsetzen kann zur Problemlösung, ist es in den meisten Fällen nicht das effizienteste Mittel, solche Probleme zu lösen und die eigenen Interessen durchzusetzen. Das kann sogar kontraproduktiv sein. Und das, was das wichtigste Kriterium von Akteuren, das, was also bestimmt, welche Akteure erfolgreich sind, sich durchsetzen können, ist nicht nur militärische Macht, sondern das ist vor allem Ressourcenreichtum und Verhandlungsgeschick. Also über wie viele Ressourcen, das kann jetzt alles Mögliche sein, nicht mehr nur militärische Ressourcen, wie viele Ressourcen haben Sie denn und wie gut setzen Sie die ein? Das sind also unsere Kernannahmen, die aus dem Konzept der Interdependenz rauskommen. Das heißt, wenn wir es nochmal gegenüberstellen jetzt, die letzte Woche und diese Woche, dann können wir zumindest mal sagen, naja, also einiges ist hier gleich und das ist bewusst so gemacht. Die Institutionalisten haben sich ganz bewusst hingesetzt und gesagt, ja, wir nehmen jetzt mal eine neorealistische Welt, also eine Welt mit Anarchie, aber wir zeigen, dass es selbst in dieser anarchischen Welt und mit diesen Sicherheitszwängen trotzdem Kooperationen geben kann. Das ist also ganz bewusst so, dass die ersten paar Grundannahmen ganz ähnlich sind. Wo sich dann die beiden Theorien unterscheiden, ist vor allem unten. Also Neorealismus hatten wir schon gesagt, geht es um relative Gewinne und im Institutionalismus geht es um absolute Gewinne. Und was das heißt, habe ich auch schon mal erklärt, ne? Das heißt, solange sie aus einem Deal was rausbekommen, dass sie irgendeinen Gewinn machen, ist ihnen erstmal egal, wie viel Gewinn die anderen dabei machen. Es muss nicht immer symmetrisch sein. Und deswegen ist auch hier unten, ne, das Kernelement des internationalen Systems, das Institutionalisten sehen, ist Interdependenz und nicht irgendwelche abstrakten Machtverteilungen in der Anarchie. Ja? Also Institutionalisten schauen auf das System, die sehen da, mein Gott, hier ist ja Interdependenz da, mal mehr, mal weniger, mal komplexer, mal weniger komplex, mal symmetrisch, mal asymmetrisch. Aber das ist im Kern das, was das System ausmacht und was determiniert, wie Akteure miteinander interagieren. Gut, das heißt, das ist eigentlich nur jetzt die Ausformulierung der vorigen Folie. Das ist genau der Punkt, ne? Also die Ausgangsbedingungen sind ähnlich, aber Institutionalisten zeigen, dass aus diesen Ausgangsbedingungen auch andere Sachen resultieren können. Das ist eigentlich eine ganz charmante Art, den Neorealismus so ein bisschen zu kitzeln, indem man sagt, ja klar, wir haben alle eure Grundannahmen genommen, aber wir kommen da zu ganz anderen Ergebnissen, ne? Das ist also, da müssen sich die Neorealisten schon nochmal hinsetzen und sagen, okay, warum glauben wir denn jetzt immer noch nicht, dass es hier Kooperationen geben sollte? Ja? Das heißt also, während die Neorealisten ja sagen, naja, also stabile Kooperationen, die gibt's nicht. Wir glauben nicht, dass es irgendwie mal zu stabiler Kooperation kommt zwischen Akteuren, sagen Institutionisten, naja, kommt drauf an. Also Institutionisten sagen nicht, es gibt immer Kooperation. Und die sagen auch nicht, wie die Realisten, es gibt nie Kooperation, sondern die sagen, naja, manchmal gibt's das halt. Und manchmal auch nicht. Es kommt drauf an.
Und dieses kommt drauf an, also wenn Sie sich zum Institutionalismus merken, kommt drauf an, dann kennen Sie praktisch schon die ganze Theorie. Weil alles, was hinterher kommt, sind alles im Grunde nur schöne Ausgestaltungen von dieser Idee, kommt drauf an, ob Kooperation entsteht oder nicht. Das heißt, was sich Institutionalisten damit eben fragen ist, wann genau passiert das? Wann genau passiert Kooperation? Und wann passiert es nicht? Denn es ist ja klar, jedem, der auf die Welt guckt, sieht ja, dass nicht 100% der Zeit alle Staaten kooperieren, das ist Logo. Und wann resultiert diese Kooperation in tatsächlichen Institutionen? Also wann verstetigen Staaten Kooperation in dieser Form? Und wenn wir irgendwie Kooperation gut finden, wie können wir sie auf Dauer gewährleisten? Das Buch, was wir vorher schon uns hergenommen haben, nämlich After Hegemony, zeigt genau diese Idee, also gestaltet genau diese Idee aus, diese Idee, das kommt drauf an. Ja? Also Cohen sagt in seinem Buch, naja klar, die simpelste Lösung für Kooperation ist Hegemonie. Ne? Da haben wir uns ja, na, das kennen Sie noch von der vorigen Vorlesung, das war der, ne, wir haben den Hegemon in der Mitte der anderen, schwächeren Staaten in der Mitte, was befiehlt. Ne? Und das ist eine relativ simple Lösung. Ja? Das ist also irgendwie hier gibt es eine zentralisierte Autorität, die Regeln setzt und die Regeleinhaltung überwacht und die eventuell auch sanktionieren kann. Ja? Und diese Hegemonie kann die Anarchie insofern außer Kraft setzen, als es da jetzt plötzlich doch eine, zwar nicht legitimierte, aber trotzdem eine Übermacht obendrauf gibt, die das System ordnen kann, ja? Und die andere Akteure dazu zwingen kann, ihr Handeln zu verändern. Und die Akteure dazu zu zwingen, ihr Handeln zu verändern, kann natürlich auch sein, dass sie zu Kooperation gezwungen werden. Nicht alle Hegemone sind fiese und gemein. Wenn wir uns jetzt überlegen, zum Beispiel, dass wir seit dem Fall der Mauer oder dem Ende des Kalten Krieges die USA als Hegemon hatten, unabhängig davon, wie sehr man sich an der Außenpolitik der USA stoßen kann, da wären mir noch ein paar andere Länder eingefallen, die ich weniger gern als Welthegemon gehabt hätte. Ja? Auch unter den Großmächten. Also deswegen, andere Länder zur Kooperation zu zwingen, kann durchaus für einen Hegemon ein okayes Mittel sein. Wie ich vorher schon sagte, ne, Cohen sagt ja, Hegemonie ist eine Möglichkeit, Kooperation bereitzustellen, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Ne? Es geht auch anders. Und dieses es geht auch anders ist dann eben, naja, es kann Kooperation auch in Situationen geben, wo es keine Hegemonie gibt. Und damit sind wir dann auf der anderen Seite dieses Pfades. Ne? Das heißt, Institutionalisten denken jetzt, und Achtung, das hier ist extrem wichtig, weil sonst verstehen sie nicht, was auf den nächsten paar Folien passiert. Vielen Leuten wird es nicht ganz klar, was Spieltheorie mit der Theorie hier zu tun hat. Spieltheorie ist für Institutionalisten dazu da, drüber nachzudenken, wann kommt drauf an, zutrifft. Also dieses, naja, es kommt drauf an, manchmal passiert Kooperation und manchmal nicht. Das ist ja noch ein bisschen eine vage Aussage. Das gibt uns noch nicht viel an die Hand, um abzuschätzen, wann wir denn jetzt Kooperation erwarten. Und Institutionisten benutzen Spieltheorie, um sich zu überlegen, in welchen Situationen wir systematisch Kooperation erwarten würden und in welchen nicht. Also die Idee, diese Spiele hier einzusetzen, ist, um systematisch darüber nachzudenken, in welchen Situationen erwarten wir welches Verhalten, um die Welt ein bisschen zu ordnen, um die Welt weniger chaotisch zu machen. Ich habe Ihnen hier ein paar Grundannahmen der Spieltheorie aufgemalt. Das sind mehr so ein bisschen logische Annahmen. Also die Idee ist eben, dass es da normalerweise zwei Spieler gibt, die sind sich bewusst, dass die eigene Handlung Auswirkungen hat auf die Handlung des anderen und umgekehrt. Und alle sind sich bewusst, dass das auch allen bewusst ist und so weiter und so fort. Ne? Das dreht sich ja so ein bisschen im Kreis. Im Endeffekt ist die Idee, dass da normalerweise dass wir uns zwei Spieler angucken, die irgendwie interagieren in einer bestimmten Situation, die voneinander wissen, was ihre eigenen Präferenzen sind und was die Präferenzen des anderen sind und die dann eine Strategie auswählen, wie sie interagieren. Das heißt, in den nächsten paar Slides möchte ich Ihnen jetzt mal vorstellen, wie man das machen kann. Also wie man systematisch über solche Situationen nachdenken kann, über Situationen von Politik oder auch einfach in Ihrem eigenen Leben vielleicht oder in internationaler Politik, wie man da nachdenken kann über Situationen, in denen man bestimmtes Verhalten erwartet. Fangen wir mal an vielleicht mit einer der simpelsten Situationen, die sich so entspannen kann.
Ich habe mir halt zwar Bilder gezeigt. Kann irgendjemand Schwedisch? Schade, letztes Jahr hatte ich jemanden in der Vorlesung, der Schwedisch konnte, der mir dann sagen konnte, wie genau man das ausspricht hier. Weil Dagen H ist es natürlich nicht, ne? Irgendeine IKEA-Aussprache. Also Sie können sich das mal vorstellen. Sie können sich das mal vorstellen, wie ich das jetzt, dass ich das richtig aussprechen würde. Was denken Sie, passiert hier auf diesen Fotos in Schweden 1967? Ja. Ja, andersrum. Aber ja, genau. Also bis 1967 fuhr man in Schweden auf der linken Seite, so wie in Großbritannien. Das hatte keinen so wirklich dollen Grund. Das war auch deswegen ein bisschen bizarrer, weil nicht nur die Nachbarländer von Schweden alle Rechtsverkehr hatten, wie wir hier, sondern weil auch die meisten Schweden tatsächlich normale Autos hatten, also sprich Linkslenker, wie sie das gewöhnt sind. Ja? Das heißt, die fuhren mit dem, also sie saßen dann in dem Auto, in dem sie praktisch schon auf dem Gehweg saßen und fuhren auf der linken Straßenseite mit dem linkslenkenden Auto. Wer von Ihnen war schon mal in einem Land, wo es Rechtslenkung gab und hat ein Auto gefahren? Ein paar von Ihnen. Das ist ziemlich schwer, ne? Also sich allein umzustellen, A, und sich dann vorzustellen, mit dem eigenen Auto plötzlich auf der anderen Straßenseite zu fahren, ist ganz schön scheiße. Das hat bei den Schweden ein paar Jahre gedauert, bis ihnen das aufgefallen ist. Aber 1967 kamen sie tatsächlich zu dem Schluss, naja, also Leute, so geht's nicht weiter. Wir haben hier ständig Unfälle, weil Leute zum Beispiel um die Kurve fahren und weil sie links im Auto sitzen, können sie nicht gut abschätzen, wo ihre rechte Motorhaube ist und deswegen knallen hier ständig Schweden ineinander oder in Elche oder was auch immer. Wir müssen das hier verhindern. Deswegen stellen wir jetzt den ganzen Autoverkehr um. Und es gibt da wunderschöne, Sie können mal zu YouTube gehen und hier Dagen H eingeben oder wie auch immer man es ausspricht. Da gibt es fantastische Videos, weil die das tatsächlich dann so machten, dass es gab da eine riesige Kampagne, die die Öffentlichkeit vorbereitete darauf, Achtung, jetzt geht's nicht mehr links weiter, sondern rechts. Sie konnten da Unterwäsche kaufen mit dem Slogan drauf. Es gab da unterschiedliche Handschuhe in unterschiedlichen Farben, um die Leute daran zu erinnern, ah, okay, ja, richtig, rechts ist ja die andere Seite. Der Song Halte dich rechts, Svensson, gewann einen Wettbewerb und sollte den Leuten nochmal zeigen, ah ja, okay, richtig, ab 67, stimmt, müssen wir auf der anderen Seite fahren. Und am 3. September dieses Jahres wurde dann tatsächlich zu einer bestimmten Zeit des Tages, also der Verkehr wurde für 5 Stunden angehalten, da durfte niemand fahren. Und dann von 4:50 Uhr bis 5 Uhr passierte genau das hier, nämlich, dass sie mussten das Auto abstellen, ja, also ausmachen, warten bis 4:50 Uhr. Dann um 4:50 Uhr hatten sie 10 Minuten Zeit, um langsam auf die andere Straßenseite zu fahren, das Auto wieder auszumachen, ja, und dann um 5 Uhr das Auto wieder anzumachen und dann fuhren alle auf der rechten Seite vorbei. Und währenddessen rannten hier irgendwelche Arbeitercrews durch Stockholm und andere Länder, und andere Städte verhängten halt Schilder, klebten andere Schilder ab, um da also sicherzustellen, dass man nicht in die falsche Richtung abbog, malten schnell Sachen auf der Straße um und sowas. Also ein unglaublicher Aufwand. Also ein unglaublicher Aufwand. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum eigentlich? Oder wofür ist das ein Beispiel? Das ist ein Beispiel für unser erstes, na, komm. Das ist ein Beispiel für unsere erste Situation, um die es uns geht. Nämlich ein sogenanntes Koordinationsspiel. Jetzt wenn Sie, wer hat von Ihnen schon mal Spieltheorie, wer hat solche Sachen schon mal gesehen? Okay, Sie wissen auch alle, wie man es liest, was wohin gehört und so. Nein? Okay. Also die Idee ist, dass Sie haben ja eine Vierfelder-Matrix und die Vierfelder-Matrix zeigt Ihnen alle möglichen Resultate an der Interaktion der Akteure. Ja? Das heißt, immer da, wo sich zwei der Akteursentscheidungen, also das hier sind die Entscheidungen des ersten Spielers, das hier sind die möglichen Entscheidungen des zweiten Spielers. Und da, wo sich das überschneidet, sehen Sie, welcher gemeinsamen Entscheidung das entspricht. Ja? Die erste Zahl, also die Zahlen, die da drin stehen, sind immer Zahl 1, Komma, Zahl 2. Die erste Zahl bezieht sich immer darauf, wie sehr der erste Spieler dieses Feld mag. Und die zweite Zahl bezieht sich darauf, wie sehr der zweite Spieler dieses Feld mag. Ja? Und je höher die Zahl, desto mehr will der Spieler dieses Feld haben. Also sprich, je höher die Zahl, desto eher möchte der Akteur, dass das Interaktionsergebnis diesem Feld entspricht. Wir können das jetzt mal uns kurz durchdenken, wie das hier in dem Fall ganz konkret aussieht, ne? Also stellen Sie mal vor,
Wir stürzen irgendwie in der, hier, ich benutze sie mal, weil sie sitzen in der ersten Reihe. Wir stürzen beide irgendwie in der Karibik ab, so Lost-mäßig, und aus irgendeinem Grund haben wir unsere Autos dabei. Und die stürzen mit uns ab. Ja? Wir landen also auf einem einsamen Inselchen und merken, scheiße, hier sind keine Leute, aber es gibt nur eine Straße einmal drumherum. Ja? Fantastisch. Können wir also unsere Autos einsetzen. Die Straße hat natürlich, ne, wie üblich, zwei Spuren. Ne? Haben Sie ein Auto? Okay, fantastisch. Auf welcher Straßenseite würden Sie dann fahren? Rechts, okay. Wenn ich mir jetzt auch überlegen würde, okay, jetzt ich will mein Auto ja auch hier rumfahren, aber ich will auf der linken Straßenseite fahren. Was passiert dann? Meinen Sie? Okay, also wenn sie entscheidet, sie fährt jetzt von sich aus auf der rechten Straßenseite und ich entscheide, ich fahre von mir aus auf der linken Straßenseite. Was passiert dann? Ja, der eine Vorschlag ist, das alles okay. Ja? Ja, genau. Das wird nicht funktionieren. Denn was bei Ihnen, was von Ihnen aus die rechte Spur ist, ist ja von mir aus meine linke Spur. Ne? Ah, okay, richtig. Da kommen wir jetzt aber schon zum zweiten Schritt. Ne? Also nehmen wir an, Sie entscheiden sich, dass Sie rechts fahren und ich entscheide mich, dass ich links fahre, einfach weil ich lustig bin. Ne? Dann ist das unweigerliche Resultat, dass wir irgendwann an der Kokosplantage ineinander rauschen, ja? Weil wir beide tatsächlich auf derselben Spur immer hin und her fahren. Ne? Und Sie sagen jetzt, Sie haben jetzt gesagt, was wäre eine Lösung? Sie können auch auf Ihrer linken Seite fahren, genau. Also sprich, was ich mit dem Beispiel demonstrieren möchte, ist, wir haben also entweder beide treffen wir die Entscheidung, wir fahren auf der linken Straßenseite, ne? Und dann ist alles okay. Wir können auch beide die Entscheidung treffen, jeweils auf unserer rechten Straßenseite zu fahren, ne? Und dann ist auch alles okay. Aber wenn wir beschließen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Frau X hat jetzt beschlossen, sie fährt rechts, aber die lege ich rein, ich fahre jetzt links, ja, dann würde mir das nicht wahnsinnig viel bringen, weil was dann unweigerlich passiert, ist ein Crash. Ne? Das heißt also, durch diese Feldermatrix können wir jetzt sehen, was passiert hier bei dem Zusammentreffen unserer Entscheidungen. Wenn wir beide uns für links entscheiden, ist das gut, deswegen kriegt sie 1. Wenn wir beide uns für rechts entscheiden, kriegt das auch eine 1. Und wir denken gerade gleich noch darüber nach, ob das tatsächlich so ist. Wenn wir uns aber für unterschiedliche Dinge entscheiden, dann ist das schlecht, weil dann haben wir den Crash. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja eine Weile zubringen auf diesem Inselchen. Dann haben wir den Crash. Oder wenn ich mich für links und sie sich für rechts entscheiden, haben wir auch einen Crash. Ne? Ist Ihnen das wurscht, für welche Seite wir uns entscheiden? Schon, ne? Genau. Also es ist uns egal, für welche Seite wir uns entscheiden, solange wir nur uns für die gleiche Seite entscheiden. Also sprich, es ist egal, wie wir uns entscheiden, solange wir nur kooperieren, solange wir nur das Gleiche wählen. Ja? Das heißt also, das ist ein Koordinationsspiel. Ein Koordinationsspiel ist immer eine Situation, in der wir keinen Anreiz haben, unterschiedliche Dinge zu wählen. Ja? Ich kriege keinen persönlichen Gewinn daraus, dass ich jetzt sage, nein, ich verarsche jetzt die Frau X und ich fahre jetzt heute mal auf der anderen Straßenseite. Ne? Das bringt mir gar nichts. Wir können nur dann auf einen Gewinn hoffen, im Sinne von, wir können nur dann unsere Autos nutzen, wenn wir das Gleiche wählen, wenn wir die gleiche Option wählen. Ja? Das wird manchmal auch anders dargestellt, nämlich nicht mit Zahlen, sondern mit Buchstaben. Jetzt Achtung, das wird ein bisschen kompliziert, weil das entspricht jetzt nicht mehr ganz dem Links und Rechts. Ich kann da nicht ganz ins Detail gehen. Keine Angst, auf den Folien stimmt das alles. Was Sie sich merken müssen ist, normalerweise haben wir eine Wahlmöglichkeit, da kooperieren wir beide miteinander. Eine Wahlmöglichkeit, da weichen wir beide von der ursprünglich mal vereinbarten Abweichung ab. Und wir haben jeweils zwei Möglichkeiten, dass einer von uns abweicht, der andere aber kooperiert. Ja, deswegen heißen die Dinge irgendwie DD, CD, DC und DD. Hier ist es genauso wie vorher aber auch. Der erste Buchstabe steht immer für das Verhalten des ersten Spielers, der zweite Buchstabe immer für das Verhalten des zweiten Spielers. Ne? Also wenn Sie sowas lesen, dann wissen Sie, okay, wenn Sie da CD lesen, der erste Akteur hat Kooperation gewählt, der zweite Akteur hat aber defekt gewählt, also den Verrat gewählt, hat sich also nicht an die Abmachung gehalten. Und wie Sie vorher von unserem Schaubild ja wissen, das sind keine guten Felder im Moment.
sondern was wir wollen, ist das Feld hier. Ne? Also wir wollen das Gleiche wählen. Deswegen funktioniert es mit dem Links- und Rechts-Beispiel leider nicht so fantastisch, aber was Sie sich merken sollten ist, also Koordinationsspiele sind jetzt bestimmte Situationen, wo zwei Akteure aufeinandertreffen und die haben keinen Anreiz, sich gegenseitig zu bescheißen. Also die haben immer einen Anreiz, Kooperation zu wählen. Alles, was hier kommt, ist eigentlich völlig irrelevant, weil sie schon wissen, das hier ist das bestmögliche Ergebnis. Wenn Sie mal ein realweltliches Beispiel machen wollen, was nicht auf Karibikinseln sich zuträgt zum Beispiel, dann sind es sowas wie Telekommunikationsstandards. Es macht jetzt nicht viel Sinn zum Beispiel, wenn die Telekom beschließen würde, haha, wir vergeben jetzt Telekom-Telefonnummern und die können nur andere Telekom-Telefonnummern anrufen, aber nicht Vodafone-Telefonnummern. Ne? Das würde keinem was bringen, denn so kommt Kommunikation nicht zustande. Also zum Beispiel bei der Standardsetzung haben Unternehmen oft einen Anreiz, das Gleiche zu wählen. Das hat einen Grund, warum alle ihre Computer, egal ob sie ein Mac sind oder ein PC, zum Beispiel USB-Schnittstellen, oder was heißt, also leider nicht mal alle Mac-Nutzer, tut mir leid für sie, dass sie da USB-Schnittstellen haben. Oder selbst wenn sie da keine USB-Schnittstellen haben, da haben sie da andere Schnittstellen, die der Hersteller natürlich will, dass auch andere Hersteller übernehmen. Also, Koordinationsspiele sind simpel, denn alles, worauf es ankommt, ist, dass wir uns abstimmen. Wir müssen also die gleiche Option wählen, und dann ist alles in Ordnung. Ja? Das können Sie sich merken. Hier jetzt in unserem Beispiel haben wir ja gemerkt, und es ist ziemlich bums, ob wir jetzt beide beschließen, links zu fahren oder beide rechts, der Outcome ist der gleiche. Ne? Also im Sinne von, dass wir da lustig jahrelang unsere Autos um die Insel rumfahren können, ohne dass es ein Problem macht. Okay, jetzt machen wir die Situation mal ein bisschen komplexer. Die von Ihnen in einer Beziehung sind, die wissen, es gibt oft die leidige Frage, Scheiße, wir müssen schon wieder in den Urlaub fahren dieses Jahr. Zum vorigen Beispiel. Okay, dann halten wir hier kurz mal an. Ja, Sie haben eine Frage zum vorigen Beispiel. So wird das notiert. Ich habe noch keine Art gefunden, das in weniger als 15 Minuten zu erklären, warum das so aufgeschrieben wird, obwohl das nicht ganz dem links-links, rechts-rechts entspricht. Ja? Das, was Sie sich merken müssen, ist ja einfach nur, das hier ist die bestmögliche Lösung und da hören die Akteure dann schon auf, drüber nachzudenken. Eigentlich könnte ich ja auch immer nur ein Gleich dahinter schreiben. Ne? Das wäre ziemlich bums. Die wissen, dass sie zusammenarbeiten wollen, dass sie das Gleiche wählen wollen. Ne? Und deswegen funktioniert es mit dem Links-Rechts nicht so doll, weil natürlich defekt eigentlich in spieltheoretischen Begriffen nicht die gleiche Option ist, sondern wir weichen beide ab. Anyway, ich bräuchte mehr Zeit, um das zu erklären. Für sich merken sie jetzt einfach, Koordinationsspiel heißt, beidseitige Koordination ist immer das Bestmögliche, die bestmögliche Strategie. Ja? Gut, also, wie ich schon sagte, ne, die leidige Frage, scheiße, wir müssen schon wieder in den Urlaub fahren. Die meisten von Ihnen haben aber eine Präferenz. Viele Leute fahren zum Beispiel gerne ans Meer, andere Leute fahren lieber in die Berge. Wenn Sie dich irgendwie nach Slowenien fahren oder so, haben Sie normalerweise nicht beides in fußläufiger Reichweite. Sie fahren entweder an die Berge oder ans Meer, aber selten in beides. Wenn Sie das in der Beziehung haben, das Problem, dann müssen Sie das ja irgendwie lösen. Und wir können natürlich darüber auch spieltheoretisch nachdenken, wie man so eine Situation lösen kann. Überlegen wir uns doch erstmal, wir können das ja mal ein bisschen systematisieren. Ne? Achtung, ich weiß, Sie murmeln vor sich hin, weil Sie jetzt über eigene Beziehungen nachdenken, klar. Sie stellen sich einfach mal vor, Sie haben also, wie gesagt, diese zwei Wahlmöglichkeiten. Sie können entweder an die Nordsee fahren oder in die Alpen, ne? Wie sich das gehört im Deutschland der 1960er. Ja? Es geht an die Nordsee oder in die Alpen. Und Ihr Partner hat die gleiche Wahl. Jetzt haben wir da eine etwas andere Situation als vorher. Denn Sie mögen zum Beispiel die Berge, Ihr Partner aber mag das Meer lieber. Das heißt also, jetzt ist schon klar, dass sie sich abstimmen wollen. Denn was sie ja vermeiden wollen, ist, dass einer von ihnen in die Berge fährt und der andere ans Meer und dann sind sie auf WhatsApp und so, wo bist du? Wir an der Nordsee. Ja? Das ist der blöde Ausgang. Also sprich, was Unterschiedliches zu wählen, ist immer schlecht. Aber ihnen ist jetzt nicht mehr egal, auf welches Kooperationsergebnis sie sich einigen. Denn sie mögen ja nun mal die Berge lieber und ihr Partner nun mal das Meer. Das heißt, wie drücken wir das jetzt in Zahlen aus? Das wird jetzt schon ein bisschen komplizierter. Ne? Sie haben jetzt also, nehmen wir mal an, Sie mögen Berge, ne?
Und Ihr Partner mag das mehr. Das sehen Sie in dem Schaubild dadurch, dass Sie hier sehen, ah, Spieler 1 hat die höchste Zahl in diesem ganzen, in diesem Quadrat, hier, bei der Option hier, ne? Nämlich bei den Bergen. Das ist die 4. Das ist also die meine liebste Option sind die Berge. Und meine liebste Option sind nicht die Berge, sondern das ist natürlich die Option, dass wir beide in die Berge fahren. Ja? Das ist hier der Schnittpunkt dieser zwei Wahlen. Ne? Meine zweitliebste Option ist, dass wir beide ans Meer fahren. Achtung, meine zweitliebste Option ist natürlich nicht, alleine in die fucking Berge zu fahren. Ja? Meine Beziehung ist gut genug, dass das nicht meine zweitliebste Option ist. Sondern meine zweitliebste Option ist natürlich, dass man was gemeinsam unternimmt. Wenn man jetzt gemeinsam ans Meer fährt, ist es zwar nicht ganz so toll, wie gemeinsam in die Berge zu fahren, aber es ist natürlich immer noch besser, als wenn man getrennt voneinander weggeht. Das ist keine echte Option. Achtung, die beiden Varianten, dass man tatsächlich aneinander vorbeiredet und der eine fliegt dann in die Alpen und der andere ans Meer, die sind mir auch nicht gleichwertig, weil ich mag ja immer noch die Variante, scheiße gelaufen, aber immerhin sitze ich in den Alpen, ja. Die mag ich ja immer noch lieber, als wenn ich sage, scheiße gelaufen, jetzt sitze ich auch noch an der Nordsee, ja. Also jetzt ist irgendwie irrtümlich hier meine Frau in die Berge gefahren und ich in die ans Meer, ne? Das darf nicht passieren. Das heißt also, jetzt haben wir hier plötzlich eine ganz klare Ordnung der Präferenzen der Akteure, ne? Jetzt wichtig ist, parallel zum vorigen, zum Koordinationsspiel, wir bevorzugen immer noch die beiden Fälle, wo wir das Gleiche wählen. Die beiden Fälle, wo wir uns abstimmen, wo wir das Gleiche wählen, sind immer noch besser als die Fälle, wo wir was Unterschiedliches wählen. Aber es ist uns nicht mehr egal, was hier dabei rauskommt. Also jetzt zum Beispiel auf der Straße, wenn ich ein britisches Auto auf dem Inselchen, wenn ich ein britisches Auto hätte und Ihre Kommilitonin hier ein deutsches Auto, wäre ihr natürlich nicht wurscht, auf welcher Straßenseite sie fährt. Sondern sie würde natürlich lieber gerne auf der rechten Straßenseite weiterfahren. Ja? Das heißt, wir haben es jetzt also hier mit einem Spiel zu tun. Das ist der sogenannte Kampf der Geschlechter, ne? Wie Sie hier oben schon sehen. Machen Sie keine Google-Bildersuche, das ist ganz furchtbar sexistisch, wenn Sie der Kampf der Geschlechter eingeben. Das soll sich normalerweise, das übliche Beispiel ist sowas Sexistisches wie, die Frau will ins Theater gehen, aber der Mann will zum Fußball oder irgend so ein Bullshit. Ich finde Berge und Meer irgendwie einleuchtender. Der Kampf der Geschlechter ist also eine Situation, in der die Akteure immer noch, kooperieren wollen, aber es ist uns nicht mehr egal, auf welches Kooperationsergebnis wir kommen. Ja. Ja. Oh mein Gott, Sie haben ja völlig recht. Nein, ernsthaft, ich glaube, Sie haben völlig recht. Ich glaube, das ist ein Tippfehler hier. Sie haben völlig recht, ne? Das müsste natürlich hier 1-2 sein, ne? Weil ja meine Frau das Meer toll findet, aber ich die Berge, ne? Das müsste natürlich 1-2 und 2-1 sein. Ich versuche das mal auf den Folien zu korrigieren. Sie haben recht, ne? Also es ist natürlich nicht hier die schlechtere Lösung für beide, sondern nur, das ist nur die schlechteste Lösung für mich, ne? Okay, völlig richtig. Ja? Nee, das stimmt ja deswegen nicht, weil ich mag ja zum Beispiel, ich mag ja die Berge lieber als das Meer. Ne? Ah, sehen Sie mal, genau. Ah, ich kann die Verwirrung lösen. Und zwar kann ich das dadurch lösen, dass ich gestern diese ganzen Schaubilder nochmal umgestellt habe. Und ursprünglich stand hier mal Meer und hier Berge. Ne? Dann wären auch die Zahlen anders gewesen. Anyway, also, nochmal kurz Ruhe, dann kann ich es nochmal erklären. Je schneller wir zu dem Teil kommen, wo ich Snickers und Bounty austeile an Leute, desto besser. Also Sie müssen sich überlegen, für was steht dieses Feld hier, ne? Das kriegt von mir hier eine 1, weil das meine Wahl mehr ist, ja? Und das kriegt für meine Partnerin auch eine 1, weil das ihre Wahl Berge ist, ne? Das ist also nicht die Wahl Meer, sondern das ist, ich fahre ans Meer, obwohl ich in die Berge will, und sie fährt in die Berge, obwohl sie ans Meer will, ne? Deswegen ist das für uns beide die 1. Das liegt also daran, was das hier für Optionen entspricht, ne? Verstanden? Jetzt habe ich muss es Ihnen erklären, bevor ich selber verstehe, was ich hier gemacht habe, ja?
Genauso ist hier die gleiche, ne? Also hier fahre ich in die Berge, ne? Aber meine Partnerin fährt ans Meer. Und das ist natürlich besser als das hier, weil da fahre ich zumindest dahin, wo ich hin will. Nur ist es blöder als alle anderen Varianten, weil ich ja nicht mit meiner Partnerin zusammen hinfahre. Ne? Ja? Gut. Okay, genau, das ist nochmal genau das in Worten erzählt, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Also das ist eine Art von Spiel, wo jetzt Koordination gut ist, aber Koordination ist nicht, aber uns ist es nicht mehr egal, auf welches Koordinationsergebnis wir kommen. Zum Beispiel, weil das unterschiedliche Kosten verursacht. Ein historisches Beispiel, was ich da immer gern mache, ist, als die Eisenbahn eingeführt wurde im 19. Jahrhundert, beschloss irgendwann mal jedes Land eine eigene Schienenbreite. Sie können sich überlegen, was da passierte, wenn Sie zum Beispiel von Stuttgart nach Paris fahren wollten. Da mussten Sie nämlich bis an die deutsche Grenze fahren, dann stiegen Sie aus dem deutschen Zug aus, Sie latschen über die Grenze und stiegen in den französischen Zug wieder ein, der auf der anderen Seite wartete, weil der eine Zug nicht von einem Gleis aufs andere fahren konnte. Also da hatten die Akteure natürlich einen Anreiz, sich zu koordinieren, damit die Züge weiterfahren können. Aber die Deutschen hatten natürlich kein Interesse daran, jetzt französische Schienenbreiten zu übernehmen und umgekehrt. Das heißt, die Situation ist ein bisschen komplexer als jetzt bei der reinen Koordination. Gut, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil. Ich bräuchte gerne mal zwei Freiwillige. Vielleicht jemanden, der... Ja, hervorragend, Sie können gleich mal... Ich bräuchte mal zwei. Und noch eine weitere Person? Ja, gerne. Ja. Was mögen Sie lieber, Snickers oder Milky Way? Snickers. Okay. So, jetzt mal ganz kurz. Gehen Sie mal hier unten hin, dass die Leute Sie sehen. Kommen Sie mal hier vor. So, kurz mal Ruhe bitte. Ruhe, bis ich die Regeln erklären kann. Ich habe jetzt leider keine roten Karteikarten mehr gefunden, deswegen müssen Sie sich vorstellen, weiß ist rot. Ich weiß, es wird schwierig, ne? Jeder von Ihnen bekommt jetzt zwei Karteikärtchen, die Sie jetzt in einer Minute gleich hochhalten können, nachdem ich Ihnen die Regeln des Spielchens erklärt habe, ne? Wenn ich Ihnen das sage, dann drehen Sie sich gegenseitig den Rücken zu. Ich zähle dann bis drei und dann haben Sie die Wahl, eine von Ihren beiden Kärtchen zu heben, ne? Wie gesagt, weiß ist rot. Das Spiel funktioniert ganz einfach. Wenn Sie beide das blaue Kärtchen hochheben, dann sind Sie gute Menschen. Jeder von Ihnen bekommt jeweils eine dieser Belohnungen. Ne? Also jeder von Ihnen bekommt irgendwie ein Milky Way oder ein Snickers, wie Sie es gerne hätten. Ne? Das ist der Jackpot hier. Wenn Sie beide die rote Karte hochheben, also die weiße, wenn Sie beide die rote Karte hochheben, dann sind Sie furchtbare Menschen und dann bekomme ich den Jackpot, dann bekommen Sie beide nichts. Wenn jetzt aber die Situation eintritt, dass einer von Ihnen die blaue Karte hebt und der andere die rote Karte, dann ist der, der die rote Karte gehoben hat, der Verräter. Der bekommt dann beides und der andere geht leer aus. Ja? Okay, also Sie haben die Regeln verstanden, ne? Blaue Karte, zweimal blau. Sie bekommen beide jeweils eins. Zweimal rot, beide bekommen gar nichts. Einmal blau und einmal rot. Wer rot hochhebt, bekommt alles. Ja? Gut. Also, Sie dürfen jetzt erstmal nicht miteinander reden. Wir spielen es auch nur einmal, ja? Das heißt, drehen Sie sich mal den Rücken zu. Okay, kurz Ruhe. Okay, wir zählen bis drei. Eins, zwei, drei. Und Sie heben das Kärtchen. Okay. Drehen Sie sich mal um. So. Was ist passiert? Vielen Dank, Sie dürfen das Kärtchen wieder, danke. So. Tut mir leid, dankeschön. Ja, so hart kann das Leben sein, ja. Wer von Ihnen dachte jetzt, dass das Spiel genau so ausgeht? Okay, wer dachte, dass das Spiel anders ausgeht? Okay, halt, alle Hände oben behalten. Sie kommen mal raus, Sie hier im Schwarzen mit dem Schal und Sie hier mit den bunten Haaren, kommen Sie mal vor. Sie dachten jetzt, dass das Spiel anders ausgeht, ja. Wir machen wieder das klar. Was mögen Sie lieber? Snickers oder Milky Way? Snickers und auch Snickers, okay. Jackpot bleibt der gleiche, ne? Die Kärtchen bleiben auch die gleichen. So. Jetzt haben wir noch mal ein paar mehr
Wir haben ein bisschen, wir erhöhen mal ein bisschen die Komplexität. Nee, Sie müssen sich noch nicht gleich zudrehen. Sie können jetzt erst noch mal irgendwie 20 Sekunden miteinander reden. Ja? Also wie gesagt, wir spielen das Spiel nur einmal. Sie können sich ja mal unterhalten jetzt. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Sie wollen das auch hören. Sie wollen das auch hören. Also Sie können sich ja mal kurz austauschen, zum Beispiel, wie Sie denken, dass Sie spielen könnten, was jetzt gute Ideen wären, wie Sie jeweils Ihre Gewinne sichern. Vielleicht können Sie das Mikro nehmen? Immer noch die gleichen Regeln. Es sind immer noch genau die gleichen Regeln. Ja, also wenn du die rote Karte nimmst, dann hau ich dich. Toll, und die Schlagzeile morgen ist: Tainer ruft zur Gewalt auf. Ja, ja, fantastisch. Ja, dann lass doch beide die blaue nehmen, oder? Okay. Also, Sie haben sich jetzt praktisch geeinigt, ne? Sie wollen beide die blaue. Und sonst schlag ich dich. Okay, also Sie haben sich jetzt beide angedroht, ne, körperliche Gewalt angedroht. Okay, dann drehen Sie sich mal den Rücken zu. Okay, 1, 2, 3. Ah, okay, sehr schön. Fantastisch, vielen Dank. So, und jetzt machen wir das nochmal. Einen letzten Durchgang und da haben Sie jetzt die Chance auf einen etwas größeren Jackpot. Ja, ja. Wer möchte, kann ich nochmal zwei Freiwillige haben? Ja, eins hier, Sie gleich am Rand und Sie hier. Ja. So, die Regeln, kommen Sie, die Bounties warten nicht für immer. Ja. Die Regeln sind jetzt wieder die gleichen. Nee, Moment, wir brauchen das Mikro nicht, habe ich mir gerade überlegt. Also. Also, die Regeln des Spiels sind jetzt die gleichen, aber wir spielen das Ganze dreimal hintereinander. Ja, genau dreimal. Nach jedem Mal, wenn Sie, also Sie bleiben sich Rücken an Rücken, Sie können es aber dreimal machen und jedes Mal, wenn Sie gemeinsam gewählt haben, werde ich Ihnen das geben, dann machen wir den zweiten Durchgang, dann gibt es die zweite Verteilung und dann den dritten Durchgang. Ne? Also, verstanden? Ja. Unterhalten Sie sich doch mal kurz drüber. Okay, also ich hebe immer die blaue Karte, wenn ich immer das Snickers bekomme. Bin ich dabei. Und du immer das Milchige. Jo. Okay, also ne, das ist eine schöne Abmachung. Sie können sich gerne die Kärtchen nehmen. So, Rücken an Rücken. Okay, jetzt machen wir mal erster Durchgang. 1, 2, 3. Okay, hervorragend, Sie haben beide die blaue Karte gewählt. Halt, Snickers. So. 1, 2, 3. Beide die blaue Karte, hervorragend. Und jetzt kommen wir zum letzten Durchgang. 1, 2, 3. Ich wollte nur zeigen, dass es geht, aber Sie soll es trotzdem bekommen. Ich halte mein Wort. Sie haben ja schon. Ja. Ich wusste, dass du da. Jetzt machen Sie nicht meine ganze Didaktik zunichte hier. Also nur, um das zusammenzufassen, ne, am Schluss hatten wir hier eine Situation, in der, also ihr Kollege, der alte Verräter, hatte jetzt am Schluss, also wie viel? 4, ne? Also als Gewinn 4 und Sie hatten am Schluss 2, ne? Okay. Was war jetzt also hier passiert? Jetzt nehmen wir das Spielchen mal auseinander. Als wir das einmal gespielt haben, da hatten wir welchen Fall nochmal? Wir hatten da einen Akteur, der blau gewählt hat, ne? Kooperation. Und ein Akteur, der defekt gewählt hat, also den Betrug, mit dem Ergebnis, dass ihr Kommilitone ihnen leider alle ihre Milky Ways geklaut hat. Also, wenn sie Milky Way nicht möchten, schmeiße ich ihnen auch einen Snickers zu. Sehr schön. Mit dem Erfolg, also wir hatten hier eine Situation, in der ein Akteur den Verrat wählte und ein Akteur die Kooperation. Ja? Dann hatten wir im zweiten Fall die Variante, dass sich zwei Akteure, dass die miteinander kommunizieren konnten. Und was da passiert ist, und was mir natürlich jetzt meinen Punkt völlig zunichte macht, was passiert ist, ist, beide zwei Akteure konnten kommunizieren. Und was ist passiert? Da stellte sich Kooperation ein. Ne? Also die konnten sich gegenseitig offensichtlich belastbar versichern, dass sie kooperieren, ja, hinterher. Jetzt in der dritten Variante des Spiels hatten wir wiederum die gleichen Regeln, aber wir hatten eine Iteration, also wir hatten ein mehrfaches Spiel. Und was war da passiert? Wir hatten also Kooperation und dann einmal hatten wir Verrat gewählt. Ne? Jetzt können wir uns einmal gemeinsam Gedanken machen, weil was das natürlich ist hier, wir spielen hier nicht irgendwas. Und übrigens, nachher können Sie sich gerne hier noch den Rest weggreifen.
Wenn ich das jetzt hier reinschmeiße, dann hat das so Karnevals. Hat das so Karnevals. Also. Klar. Das würde ich jetzt auch sagen. Ist klar. Ist klar. Also, was wir natürlich hier gesehen haben, ist nicht irgendein Spielchen, sondern was wir natürlich hier sehen, ist ein sogenanntes Gefangenendilemma. Ja? Also, ich habe das jetzt in den gleichen Farben hier markiert. Ne? Warum ist das hier jetzt ein Gefangenendilemma? Und dann machen wir uns Gedanken darüber, was wäre denn jetzt, was glauben Sie denn, was ist denn die optimale Strategie, wenn man das einmal spielt? Was ist die optimale, was war die optimale Strategie am Anfang? Was ist der bestmögliche Outcome, das bestmögliche Resultat bei einem Mal spielen? Ja. Verrat, genau. Wobei, also versuchen wir mal, es sind ja zwei Akteure, ne? Was ist der bestmögliche? Das genau, ne? Richtig. Also wenn wir das einmal spielen, dann ist der bestmögliche, das bestmögliche Resultat für uns, ist, dass wir verraten, der andere aber kooperiert. Ne? Genau. Was ist jetzt die bestmögliche Strategie, wenn wir das dreimal hintereinander spielen? Ja? Ja? Genau. Sie haben jetzt, also Ihr Kommilitone hat ja die optimale Strategie gewählt, was das angeht. Ne? Denn überlegen Sie sich, wenn Sie dreimal kooperiert hätten, hätten Sie am Schluss 3 Snickers gehabt. Er hat 2-mal kooperiert und 1-mal betrogen und er hatte 4 Snickers. Ne? Das heißt, das ist deutlich die bessere Strategie. Ja? Das heißt also, warum ist das ein, ja? Das ist schon richtig. Also wäre das aber eine optimale Strategie, dass Sie von Anfang an immer Verrat wählen, wenn Sie es mehrfach spielen? Warum wäre das keine optimale Strategie? Genau, ne? Weil ich dann eine Menge Snickers bekomme, aber Sie nicht. Ne? Deswegen ist das die suboptimale Strategie in dem Fall. Ne? Okay, also warum ist es ein Gefangenendilemma? Und dann laufen wir gemeinsam kurz durch das Gefangenendilemma. Die eigentliche Story mit den Gefangenen und so, die ist auf den nächsten 2 Slides, die erzähle ich Ihnen nicht nochmal extra, sondern wir machen das einfach an unserem Beispiel jetzt mal durch. Wir haben also hier eine Situation, in der 2 Akteure miteinander interagieren und wir haben hier ein Resultat, das sich einstellt, wenn die beiden Akteure interagieren, das eben jeweils von der Aktion des anderen abhängig ist. Ne? Wir haben schon gesagt, die optimale Wahl für uns 2 ist natürlich, dass ich den Verrat wähle und mein Gegenüber blöd genug ist, um zu kooperieren. Ne? Darauf hoffe ich, ne? Dass mein Gegenüber Kooperation wählt und ich wähle Verrat. Nein, das ist natürlich eine abstrakte Blödheit und keine personalisierte. Also was ich damit, das heißt auch the sucker's payoff. Ne? Also das ist die offizielle. Also wir suchen hier nach einem Sucker, also jemand, der uns bereit ist zu glauben, dass Kooperation was Gutes ist, aber eigentlich wollen wir den ausnehmen. Ne? Also unser bestmögliches Resultat ist das hier. Ja? Was ist unser zweitbestes mögliches Resultat? Das ist die gemeinsame Kooperation, ne? Weil da bekommen wir beide jeweils 1, ne? Jeweils beide 1 Snickers. Was ist unsere drittbeste Variante? Naja, das ist, dass wir beide nichts bekommen. Warum ist es die drittbeste Variante und nicht die schlechteste? Genau. Also was wir natürlich vermeiden wollen ist, wir wollen vermeiden, selber der Sucker zu sein, ja, also selber der Trottel zu sein, der hier, wenn der andere bekommt 2 und wir bekommen gar nichts. Ne? Warum ergibt sich jetzt hieraus ein Dilemma? Hieraus ergibt sich ein Dilemma, denn wenn Sie das jetzt mal durchspielen, wenn Sie glauben, dass Ihr Gegenüber Kooperation spielen wird, was ist dann Ihre beste Wahl? Ihre beste Wahl ist Verrat. Ne? Wenn Sie glauben, dass der andere Kooperation wählt, dann ist Ihre beste Wahl Verrat. Ne? Weil 4 ist besser als 3. Wenn Sie aber glauben, der andere ist ein Verräter und der spielt Verrat, was ist dann Ihre beste Option? Ja? Auch Verrat. Ne? Weil die 2 ist hier immer noch besser als die 1. Das heißt, Sie haben hier plötzlich eine Situation, wo unabhängig davon, was Sie glauben, was der andere tut, ist es für Sie individuell immer optimal, Verräter zu sein. Aber, gleich, das machen ja beide Akteure.
beide Akteure machen diese Überlegung. Beide Akteure denken sich, haha, ja gut, okay, meine individuell optimale Strategie ist der Verrat. Aber wenn diese beiden Strategien aufeinandertreffen, dann kriegen sie ja nicht tatsächlich ihren Payoff, sondern sie bekommen nix. Das heißt also, ihre individuell beste Strategie führt dazu, wenn sie mit jemand anderem interagieren, dass sie dann plötzlich weniger kriegen, als sie gekriegt hätten, hätten sie nur kooperiert. Also, individuell optimale Strategien führen zu kollektiv suboptimalen Ergebnissen. Ja, das ist völlig richtig. Also Ihr Einwand ist jetzt natürlich, ne, Sie haben ja nichts davon, wenn Sie den, also, weil Sie sagen jetzt, für Sie ist es im Endeffekt wurscht, ob Sie beide nichts kriegen oder ob nur Sie nichts kriegen. Ne? Das ist für Sie jetzt egal. Das ist auch richtig, ne? Wenn Sie an absoluten Gewinnen interessiert sind. Das ist nicht mehr richtig, wenn Sie an relativen Gewinnen interessiert sind. Ne? Das heißt, Realisten zum Beispiel gucken sich sowas an und sagen, das ist ja ganz klar. Ne? Natürlich, Sie wollen natürlich lieber, dass Sie beide nichts kriegen, als dass der andere auch noch für seinen Verrat belohnt wird. Ne? Weil das ist ja das, was hier effektiv passiert. Ja? Okay, also sprich, das ist ein Dilemma und ich, keine Angst, ich überspringe die beiden Folien nur, weil das sind jetzt, das ist nochmal das umformuliert in dieses Beispiel, dass sich da zwei Verbrecher, die werden getrennt voneinander vernommen und so weiter. Da gibt's eine ganz große Story, das können Sie aber auch online nachlesen. Das Gefangenendilemma ist also eine Situation, in der die Spieler eigentlich Anreize haben zu kooperieren, ne, 3-3, aber dadurch, weil sie sich immer ein bisschen besser stellen können, wenn sie sich verraten, kommen sie dann plötzlich zum beiderseitigen Verrat und sie stellen sich schlechter, als wenn sie kooperiert hätten. Ja? Das ist das Dilemma. Sie haben also, ihr Dilemma entsteht praktisch dadurch, dass sie sagen, um ein kollektiv optimales Ergebnis zu erzielen, muss ich individuell irrational handeln. Ne? Oder individuell suboptimal handeln. Und das lässt sich nicht auflösen. Ne? Die Spieltheorie sagt, dann wählen sie immer die Option, die individuell optimal ist. Ne? Weil das hat das geringste Risiko. Und dann enden sie aber mit Akteuren, die das Spielchen hier 100-mal spielen würden, die sich ständig betrügen, wie sie das gesagt haben, die sich ständig betrügen und die dann am Schluss nichts rauskriegen. Ja? Warum ist das jetzt wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil die Institutionisten sagen, diese Art von Situationen, wo es für Akteure eigentlich gut wäre, sich gegenseitig zu vertrauen, aber weil sie sich nicht vertrauen können, weil sie in einer Dilemmasituation sind, kommen sie zu einem schlechteren Ergebnis. Diese Art von Situation ist überall in der internationalen Politik, sagen jetzt die Institutionalisten. Ein Beispiel ist ein Rüstungswettlauf. Es wäre natürlich für zwei Staaten am idealsten, wenn sie sagen, okay, also ich habe genau einen Panzer und einen Soldaten, wie viel hast du denn? Ja, ich habe auch einen Panzer und einen Soldaten. Gut, dann sind wir ja fertig, ne? Können wir unser Geld für was anderes ausgeben. Aber weil sie nicht vertrauen können, landen sie in einer Dilemmasituation. Denn ihr bestes Ergebnis ist natürlich nicht, dass sie gemeinsam kooperieren und sagen, okay, ein Soldat und ein Panzer ist genug, das wäre die Kooperation. Sondern ihr bestes Ergebnis ist, wenn ihr Gegenüber sagt, ja klar, ich habe einen Panzer und einen Soldaten und dann gehen sie heim und bauen zehn neue Panzer. Ne? Also ihr bestes Ergebnis ist natürlich, wenn der andere kooperiert, aber sie ihn verraten. Ne? Und dann landen sie aber plötzlich bei grotesken Situationen wie bei einem Rüstungswettlauf. Ne? Der Rüstungswettlauf ist genau hier. Ne? Sie kommen dann zu einem Rüstungswettlauf, wo zwei Staaten Unmengen Geld ausgeben müssen, nur um sich abzusichern, weil sie jeweils Angst haben, dass der andere sie verrät. Auch wenn sie natürlich viel besser dran wären, hätten sie nur kooperiert und sich gegenseitig zum Beispiel an Rüstungsverträge gehalten. Ne? Also wiederum ein kollektiv suboptimales Ergebnis, ja, trotz dass sie individuell optimale Strategien gewählt haben. Und solche Arten von Situationen, sagen jetzt die Institutionisten, die sind überall. Ich habe Ihnen noch ein paar andere Beispiele gegeben. Ein Beispiel also vielleicht nicht aus Ihrem täglichen Leben, ne, könnte man Doping nehmen. Wir haben natürlich alle ein Interesse dran, dass niemand dopt, aber individuell als Athlet ist ihr bestes Ergebnis natürlich nicht, dass keiner dopt, sondern ihr bestes Ergebnis ist, dass alle anderen nicht dopen, sie aber schon. Ja?
Wenn sich das aber alle Akteure denken, dann enden sie am Schluss in einer Situation, in der alle dopen, schauen Sie mal die Tour de France an, und sie sind aber nicht besser dran. Sie heben sich ja nicht ab von den anderen, die auch dopen. Sie sind eigentlich wieder am Ausgangspunkt angekommen, nur haben sie eine Menge Geld und Gesundheit fürs Dopen ausgegeben. Ja? Sie können sich ja selber mal überlegen, anhand dieser anderen Beispiele, die ich da gemacht habe, inwiefern die hier Gefangene-Dilemmata darstellen. Jetzt, Sie haben hier schon gesehen, ne? Ein Beispiel aus der internationalen Politik ist Überfischung. Ne? Wenn sich zwei Staaten darauf einigen, wie viel Fische sollten wir fischen können, dann ist ihr bestes Ergebnis individuell natürlich, dass der andere sagt, ja, wir fischen nur ein bisschen, aber Sie fischen das Maximum raus. Ja? Das ist das bestmögliche Ergebnis. Auch wenn Sie natürlich am Schluss in der Situation landen, wo Sie zum Beispiel Überfischung haben. Ne? Ihr kollektiv bestes Ergebnis wäre natürlich, wenn Sie sich beide an die Abkommen halten. Aber das ist schwer aufgrund einer Zusammenhangs der Tragödie der Allmende heißt. Die Tragödie der Allmende ist also eine bestimmte, und jetzt geben Sie mir noch die letzten irgendwie 4 Minuten oder so, und dann sind wir auch durch. Ich komme eh nicht durch alle Folien heute, also deswegen. Die Tragödie der Allmende heißt also, da gibt es ein Gemeingut, das alle nützen können. Es wäre eigentlich für alle gut, wenn sie sich einigen könnten darauf, diese Ressource zu schützen. Aber individuell ist es besser, wenn sie das Maximum der Ressourcen rausziehen. Die Allmende war früher ein Stück Rasen, wo alle aus dem Dorf ihre Kühe draufjagen konnten. Da musste man sich natürlich absprechen, dass nicht die eigenen Kühe alles Gras essen. Aber das beste Ergebnis war natürlich, dass alle sich an die Absprache halten, aber sie schicken dann nachts immer noch mal Emma die Kuh raus und lassen zusätzlich Gras abgrasen. Ne? Also die Tragödie Allmende ist eine Umformulierung des Gefangenen-Dilemmas, die jetzt mit Ressourcennutzung zu tun hat. Gut, jetzt in den letzten 3 Minuten wollen wir uns nochmal ganz kurz Gedanken machen jetzt darüber, wie wir jetzt von diesen Kooperationsproblemen zu Kooperation kommen. Sie sehen ja, ne, also wir haben hier rationale Akteure, aber die unterschiedlichen Spielsituationen illustrieren immer ein bestimmtes Hindernis für Kooperation. Ne? Also zum Beispiel im Kampf der Geschlechter brauchen wir irgendjemanden, der das koordiniert. Wir brauchen irgendjemanden, der entscheidet zum Beispiel, ne, oder wir brauchen irgendeine Heuristik, der sagt, ja, das Meer- und Bergeproblem können wir dadurch lösen, dass wir jedes Jahr, dieses Jahr fahren wir dahin, wo ich hin will, und nächstes Jahr dahin, wo du hin willst, oder sowas. Ne? Das Gleiche haben die anderen Situationen auch. Das ist eine Umformulierung der vorigen Folie. Und jetzt haben wir 2 Möglichkeiten. Und mit der, und ich glaube, der nächsten Folie schließe ich dann auch schon. Jetzt haben wir 2 Möglichkeiten, um aus diesen Interdependenzsituationen, wie sie die Spieltheorie uns gibt, rauszukommen zu Kooperation. Und die eine Variante ist, dass wir hier Reziprozität schaffen. Also, dass wir zum Beispiel mehrfach interagieren oder, wie Ihre Kommilitoninnen vorher so schön illustriert haben, dass wir uns zum Beispiel gegenseitig Gewalt androhen, wenn wir das Abkommen nicht einhalten. Ja? Also, wir versprechen uns da irgendwas und kommen dann dadurch zu verstetigter Kooperation. Ne? Also, würden die jetzt sagen, wir spielen immer Kooperation, sonst hau ich dich, ne? Dann können die Akteure dadurch Kooperation verstetigen. Das ist zwar, hat zwar geringe Kosten, aber das ist auch sehr unbeständig. Sie haben noch eine andere Option. Sie können sogenannte Institutionen bauen. Also Sie können Kooperation verstetigen, zum Beispiel in Form von Organisationen, die dann dafür sorgen, dass Akteure öfter miteinander interagieren können und sich an die Regeln der Interaktionen halten. Ne? Das ist ziemlich kostenreich, aber auch deutlich beständiger natürlich, als wenn man sich immer nur so ad hoc abspricht. Also stellen Sie mal vor, die EU-Staaten würden sich dadurch ihre Politiken besprechen, dass sie sagen, okay, wir treffen uns jeden Dienstag und besprechen dann, was die EU die nächsten 4 Tage macht. Ne? Das funktioniert nicht richtig. Sie brauchen dann eine Institution, die sie da drum rumbauen, um diese Interaktionen, um das zu verstetigen. Gut, ich habe jetzt heute leider nicht für wahnsinnig viel mehr Zeit. Was ich jetzt vorschlagen würde, ist... weil jetzt meine Stimme gerade auch richtig schön am Ende ist,
Ich mache nächste Woche nochmal die letzten paar Folien in den ersten 10 Minuten, dass wir da durchkommen, weil die wichtig sind, um zu verstehen, aus welchen Situationen Institutionen entstehen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche dann zur dritten Theorie. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dann.